In einem Land, umgeben von Bergen, liegt eine Stadt, geprägt von Geschichten, dunkel und alt, von Generation zu Generation weitergegeben, einst in Vergessenheit geraten, doch nun wieder zum Leben erweckt. Geist, toll. Dunkle Gestalt. Ein alter Mensch. Kehrt und erzählt. Vergessene Geschichten. Ganz tief ins Bewusstsein der Menschen eingeprägt haben sich die unzähligen namenslosen Kreaturen, die der Pest zum Opfer gefallen sind. Und auch der 7. Mai 1822 hat sich buchstäblich in die Geschichte von Imst eingebrannt. Am 7. Mai 1822 brannte von den rund 220 Häusern bis auf 14 alle nieder. Im Laufe der Geschichte sind sehr viele Städte und Ortschaften von einer Brandkatastrophe heimgesucht worden. Der 7. Mai 1822 war der Schicksalstag für Imst. Aber warum und wieso werden solche Brandkatastrophen ausgelöst? Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass kurz vor dieser Brandkatastrophe in Imst ein Bettler durch die Straßen von Imst zog und abgewiesen wurde. Und auch in einer anderen Geschichte, die von einem anderen Ort handelt, ging kurz vor einer Katastrophe ein Bettler durch die Ortschaft. Und auch dieser wurde abgewiesen. Alles nur Zufall? Möglich. Der fürweilende Flierser Pfarrer habe kurz vorher von der Gungelkirner Straße aus betrachtet gerufen: Au weh, Imst! Und 1635 wütete gar arg die Pest. Kaum ein Haus in Imst, das der Würgeengel verschonte. Die Namen, die an dieser Massenseuche verstorbenen, sind im Sterbebuch leider nicht verzeichnet. Es findet sich dort selbst bloß der summarische Vermerk: Es grassiert die Pest. Pestkapelle.
Hierher wurden die vielen Pesttoten gebracht. Muss eine furchtbare Zeit gewesen sein, als der schwarze Tod halb Europa dahin raffte und natürlich auch in Imst wütete. Das Außergewöhnliche war nur die alte Frau und der alte Mann, die von Tür zu Tür gingen und die Toten abholten. Und dann, plötzlich, das Mysterium bleibt. Zwei alte Leute, Mann und Weib, gingen dazumal von Haus zu Haus, um Nachfrage über Pesttote zu halten. Die Leichen führten die zwei Unbekannten auf einem Kahn hinweg, um sie meist des Nachts am Bagel drüben zu begraben. Es klopft. Der alte Mann und das Weib stehen vor der Tür. Sie öffnen die Tür und sie wollen ihre Toten holen. Ein grausamer Anblick. Na? Wie würden Sie sich fühlen? Draußen die vielen Toten. Flammen überall. Die Hitze. So. Und genau so stelle ich mir das Grauen vor. Den Menschen damals ging es ebenso. Ganz genauso. Ja. Ganz genauso. Wenn Sie was zu erzählen haben, schreiben Sie es in die Kommentare. Abonnieren Sie den YouTube-Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Und passen Sie gut auf sich auf. Gute Nacht.